Herr Söder und auch ein gewisser Hendrik Wüst stehen in der Beliebtheit vor Friedrich Merz. Und entschieden hat sich die CDU jetzt für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Warum? Herr Kretschmer hat den Wahlkampf für Dietmar Woidke gemacht. Sagen Sie da, das ist okay, oder sagen Sie, das ist eine Frechheit? Fand ich jetzt so nicht nötig, fand ich nicht okay. Wir müssen irreguläre Migration reduzieren. Also der größte Teil der Menschen, die zu uns kommen, die kommen nach wie vor aus Syrien, aus Afghanistan, aus Irak, aus dem Iran. Es ist nicht mehr möglich. Die AfD ist so stark geworden und ein zentraler Punkt in Deutschland. Denn viele Wähler wollen Veränderung und nicht so sinnloses Gerede und am Ende geschieht gar nichts. Hendrik Wüst ist als Kanzlerkandidat mit Söder wesentlich beliebter als Friedrich Merz. Dennoch wird nur Friedrich Merz zur Wahl gestellt. Diese Altparteien zerstören sich selbst mit ihrer Politik und ihren Entscheidungen über die Köpfe der Wähler hinweg. Bürgerwillen ist für diese Altparteien offensichtlich ein Fremdwort geworden. Oder war es das vielleicht schon immer? Hör's dir selbst an. Willkommen und danke, dass du wieder dabei bist. Lindemann und Merz haben wir gehört. Ist es ein Coup oder ist es brandgefährlich? Ist es ein Ego-Trip oder ist es ein Dienst an der Demokratie? Es ist das, was wir auch in anderen Wahlen gesehen haben. Ich erinnere an Sachsen-Anhalt bei Rainer Haseloff. Die Menschen entscheiden kurz vor der Wahl, sie wollen nicht von der AfD regiert werden und gehen dann zum Marktführer. Sie gehen dann zu dem Amtsinhaber, den sie kennen, dem, der vorne liegt, wo die Stimme dann am besten wirkt, weil da eh schon die meisten in Umfragen sich tummeln. Insofern ist das jetzt besser, als wenn die AfD gewonnen hätte, keine Frage. Aber der entscheidende Punkt muss sein, und darüber, finde ich, sollten wir auch mal reden hier, wie kriegen wir nach diesen schockierenden Ergebnissen in drei ostdeutschen Bundesländern und bei der Europawahl, bei der Europawahl kamen über 4 Millionen Stimmen für die AfD aus dem Westen. Es ist nicht nur ein Ostthema. Wie kriegen wir die AfD runter? Und die kriegen wir nur runter, wenn Sachthemen anders gelöst werden als bisher. Und dann haben wir auch nicht mehr diese Situation, dass es am Ende so läuft, dass Leute, die noch nie SPD gewählt haben oder vielleicht woanders nie CDU gewählt haben, dann eine Partei wählen, nur damit die AfD nicht. Das kann doch nicht der Sinn von Demokratie sein, dass alle nur noch dahin gehen, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht so sicher hinwollen. Nur um die AfD klein zu halten. Die AfD muss inhaltlich gestellt werden und wir müssen ihr den Nährboden der Frustrierten entziehen. Und deshalb muss auch in Berlin bessere Politik gemacht werden. Wir machen jetzt als Länder einen Vorschlag über den Bundesrat. Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Hier ist die Frage der Moderatoren. Michael Kretschmer hat den Wahlkampf für Dietmar Woidke gemacht. Sagen Sie da, das ist okay oder sagen Sie, das ist eine Frechheit? Fand ich jetzt so nicht nötig, fand ich nicht okay. Man kann auch mit einem Kollegen ein paar Monate vor der Wahl noch was zusammen machen, ist nicht die Frage. Mhm. Aber jemanden aus einer anderen Partei zu empfehlen in dem Moment, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht okay gefunden. Ich kenne um Köpfe und wir reden um das, wie Köpfe Politik machen. Und da ist interessant, dass sich offensichtlich auch die CDU nicht für ihre populärsten Köpfe entschieden hat. Herr Söder und auch ein gewisser Hendrik Wüst stehen in der Beliebtheit vor Friedrich Merz. Und entschieden hat sich die CDU jetzt für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Warum? Ich glaube, der Unterschied in Beliebtheit ist für Ministerpräsidenten immer recht leicht zu gewinnen. Wir regieren und in der Opposition hast du eine andere Aufgabe. Deswegen gibt es Unterschiedlichkeiten in der Wahrnehmung. Auch wenn ich hier schon viel so Wahlkampf-Vibes höre. Die Wahl ist erst in einem Jahr und da wird Friedrich Merz auch noch an Beliebtheit zuliegen. Rup Koppmann sprengt diese einseitige Runde mit der Realität, der wir ausgesetzt sind. Und er stellt sich auch der Frage, wieso so wenig seitens der Regierung bezüglich der Migrationsregulierung gehandelt wird. Und alles deutet am Ende immer und immer wieder auf die Grünen und ihre offene Grenzpolitik. Mit dem Libanon geht das gerade nicht gut. Aber warum arbeiten wir zu wenig an diesen guten Beispielen? Das ist eine gute Frage. Super. Vor allem, wenn man sieht, dass im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht, dass diese Möglichkeit einer solchen Lösung der Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten ernsthaft untersucht werden sollte. Und wir sind jetzt 3 Jahre auf dem Weg mit dieser Koalition. Und vor dieser ernsthaften Untersuchung ist bisher nichts gekommen. Ja. Joachim Stamp hat mit vielen Ländern verhandelt, aber er hat niemals verhandelt mit irgendeinem Land über die Auslagerung von Asylverfahren. Es ging nur um die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern und leider auch meistens mit Ländern, wo sich dieses Problem überhaupt nicht stellt. So wie letzte Woche das Abkommen mit Kenia. Das löst ja gar nichts. Das führt vielleicht dazu, dass wir ein paar Fachkräfte aus Kenia bekommen. Das ist vielleicht schön, aber wir haben kein Problem mit der Rückführung von abgelehnten kenianischen Asylbewerbern.
Bewerbern. Wer steht bei diesen Lösungen am meisten auf der Bremse, Herr Kuppmanns? Na, wenn ich auf die Debatte schaue, dann sind es vor allem die Grünen, die da bremsen. Die vor allem diese Lösung der Auslagerung von Asylverfahren in den Weg stehen. Um diese Lösung durchzuführen, muss man auch eine kleine Verfahrensänderung auf der europäischen Ebene vornehmen. Das ist dieses Bindungsrecht? Dieses Verbindungskriterium. Da stellen sich auch die Grünen vor allem in den Weg. Da hat übrigens auch die ganze Bundesregierung sich da in den Weg gestellt, dass es im Rahmen der GEAS-Reformen zu einer Streichung dieses Verbindungs... Gemeinsame europäische Asylpolitik. Genau. 15 Länder waren dafür und die gesamte deutsche Bundesregierung stimmte dagegen und hat das verhindert. Ja. Genau. Und insofern sagen Sie, es ist auch die Sozialdemokratie, die da auf der Bremse steht? Ich weiß natürlich nicht, wie das in der Koalition genau gelaufen ist. Ich kann nur sehen, in der öffentlichen Debatte sind es vor allem Sprecher der Grünen gewesen, die sich vehement gegen die Streichung dieses Verbindungskriteriums ausgesprochen haben. Ja. Sie haben mich eben als fair beschrieben. Ich will auch fair sein. Aber in mein Land nach Nordrhein-Westfalen kommen jeden Monat 5.000 Menschen. Die Statistiken werden hier so und so hingelegt. Klar, die Hälfte ist Asyl, die andere Hälfte kommt aus der Ukraine. Ich habe 250.000 Menschen aus der Ukraine. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben ein großes Herz, wir helfen, das tun wir gerne. Aber die kamen schon zusätzlich auf viele Menschen, die aus der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 immer noch in großen Einrichtungen waren. Dann die 250.000, jetzt jeden Monat 5.000 Menschen mehr. Wir müssen doch auch den Menschen gerecht werden. Da kommen Kinder, die müssen Deutsch lernen. Ich habe 40.000 schulpflichtige Kinder in einem Jahr obendrauf gekriegt. Wissen Sie, wenn das Problem gelöst wäre, dann würde ich hier gerne mit Ihnen über was anderes reden. Über Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, können wir uns wunderbar auseinandersetzen. Keine Frage. Nur Sie sehen doch die spaltende Wirkung dieses Themas. Weil die Menschen merken, dass wir am Ende sind der Kapazitäten. Der Bundespräsident, der nun wirklich in unserer Verfassung eine sehr zurückhaltende Rolle hat, sagt in der Trauerfeier in Solingen, wir dürfen die Gutwilligen nicht überfordern, wir müssen irreguläre Migration reduzieren. Also der größte Teil der Menschen, die zu uns kommen, die kommen nach wie vor aus Syrien, aus Afghanistan, aus Irak, aus dem Iran. Die gehören nicht zu dieser Gruppe mit einer Schutzquote unter 5%. Also zahlenmäßig wird das nicht was Großes bewirken. Das ist Teil unseres gemeinsamen Allerdings, gerade Bewerber aus diesen Gruppen, gerade auch weil sie meistens abgelehnt werden, dann oft in einen Duldungsstatus landen, sind in den Kriminalitätsstatistiken wieder stark übervertreten. Also in dem Sinne bewirkt das schon was, aber auch da gilt, es ist nicht der große Wurf, die zu einer starken Reduzierung der Zahlen führen wird. Das schafft man nur durch Maßnahmen an den Grenzen. An den Binnengrenzen, wenn es um Zurückweisung geht, aber vor allem natürlich längerfristig an den Außengrenzen. Diese Talkrunde gibt einem das Gefühl, dass es unmöglich ist, etwas zu verändern oder zu verbessern. Als ob sie das Wort Nein nicht kennen. Die Diskussion über Drittstaaten, Dublin-Abkommen, Außengrenzen und so weiter, das hört sich für einen Laien sehr komplex an. Doch es gibt sehr oft einfache Lösungen. Grenzen schließen und kontrollieren. Dort kann man zumindest schon mal beginnen und den Startschuss setzen für weitere Verhandlungen. Dann wundern sich die Altparteien, dass es neue Parteien gibt, die einfache Lösungen haben und die Masse diesen einfachen Lösungen gerne folgt. Und nichts für ungut. Ladet doch lieber Politiker von den Freien Wählern, der Werteunion oder der AfD ein. Anstatt Melanie Amann vom Spiegel, deren Meinung in Deutschland vermutlich niemand mehr interessiert. Weil sie für einige sehr parteiisch wirkt, doch das ist vom ÖRR offensichtlich so gewollt. Was sehr frustrierend ist, bei 18,36 Euro jeden Monat. Deshalb gibt es glücklicherweise alternative Medien. Danke fürs Zuschauen und für deine Unterstützung. Pass auf dich auf, bis zum nächsten Video.